Grüß Gott und herzlich willkommen zu Tipps und Trends, auch heute wieder mit interessanten und informativen Themen rund um die Allgäuer Wirtschaft. Wer kurz- oder weitsichtig ist, der hat normalerweise die Wahl zwischen Brille oder Kontaktlinse. Für viele Betroffene ist auch das Augenlasern eine Alternative. Ergänzend dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, sich eine Kontaktlinse implantieren zu lassen. Ein Eingriff, der am Laserzentrum Allgäu praktisch täglich mehrfach vorgenommen wird. Im Laserzentrum Allgäu bereitet Dr. Thilo Schimicek einen Patienten auf eine Operation vor. Der bekommt eine implantierbare Kontaktlinse, im Fachjargon kurz ICL genannt. Die ICL ist kein Ersatz für die natürliche Linse, wie beispielsweise beim grauen Star, sondern wird als Ergänzung zur Linse eingesetzt. Eine Alternative zur herkömmlichen Kontaktlinse oder zur Brille. Grundsätzlich ist es für Menschen geeignet, die sich gerne ein Leben ohne Brille wünschen. Bis so Anfang 40 kann man diese Kontaktlinse einsetzen. Und es ist geeignet für diejenigen, die entweder eine stärkere Fehlsichtigkeit haben, also circa von minus 20 bis plus 10 Dioptrien kann man diese Kontaktlinse einsetzen. Und wo vielleicht auch eine Hornhautlaserung nicht in Frage kommt. Im Vorfeld werden die Patienten, die sich für eine ICL interessieren, über Möglichkeiten und auch über Risiken informiert und eingehend untersucht. Spricht nichts gegen die Implantation, werden die maßangefertigten Linsen bestellt. Insgesamt kann die Vorbereitung vom Erstgespräch bis zum OP-Termin ein paar Wochen dauern. Die Operation selber geht ganz schnell. Die Behandlung, wenn wir dann die implantierbare Kontaktlinse einsetzen, findet hier bei uns im OP ambulant statt. Man ist ein, zwei Stunden hier. Die Augen werden vorher mit Tropfen vorbereitet. Es wird eine Markierung am Auge gemacht und man wird dann in den OP-Saal gebracht, wo dann unter einem Mikroskop zum einen diese Kontaktlinse vorbereitet wird und auch das Auge vom Patienten. Am Rand der Hornhaut, da wird eine kleine Öffnung gemacht und die Linse wird dann unter die Regenbogenhaut gesetzt, vor die natürliche Linse. Und da bleibt sie dann auch fest. Im Laserzentrum Allgäu haben die Ärzte viel Routine in puncto ICL. Dieser Eingriff hier wird regelmäßig durchgeführt und geht darum entsprechend sicher und schnell. Keiner liegt gerne auf einem Operationstisch und dann schauen wir natürlich, dass er für den Patienten so kurz wie möglich gehalten wird. Also die Vorbereitung, die kann schon durchaus 2 Stunden in Anspruch nehmen, die wir intensiv mit dem Patienten verbringen, die Messungen durchführen, mit dem Patienten natürlich alles besprechen. Er hat die Gelegenheit, Fragen zu stellen und der Eingriff selber, der dauert keine 10 Minuten. Also je nachdem ist häufig in 5 Minuten die Linse implantiert und der Patient kann dann erleichtert dann auch wieder den OP verlassen. Nicht nur erleichtert, sondern überglücklich sind die Patienten dann im Alltag. Keine Brille, keine Kontaktlinsen. Träger einer ICL sehen in jeder Situation scharf. Alles Wissenswerte über die implantierbare Kontaktlinse und das Laserzentrum finden Sie auch im Internet unter www.laserzentrum-allgäu.de. Das Handwerk hat einen goldenen Boden, so sagt man zumindest. Trotzdem wollen immer weniger junge Menschen einen handwerklichen Beruf ergreifen. Besonders schwer bei der Suche nach Nachwuchs haben es die Bäcker. Denn die müssen mal richtig früh aufstehen, um Semmeln, Brezen und Co. frisch herzustellen. Auch in der Bäckerei Herle in Bleichach beginnt der Arbeitstag sehr früh. In der Backstube des Familienunternehmens werden nämlich alle Backwaren täglich frisch hergestellt. Hier wird noch Wert auf Handwerkskunst gelegt. Wir haben mal in die Backstube reingeschaut und einen guten Grund für eine Bäckerausbildung gefunden. Es ist 6:30 in der Früh. In der Backstube der Bäckerei Herle herrscht aber schon seit einigen Stunden reger Betrieb. Unter der Woche beginnen die Bäcker um 3 Uhr mit ihrer Arbeit. Am Wochenende geht es um 2 los. Zahlreiche Backwaren werden in den Morgenstunden hergestellt. Alles in Handarbeit. Denn bei Herle wird viel Wert auf Tradition und Frische gelegt. Die Liebe zum Handwerk steht ganz klar im Mittelpunkt. Doch ganz ohne Maschinen geht es auch hier nicht. Wir lassen unsere Arbeit auch mit Maschinen unterstützen, wenn wir Teig portionieren oder abwiegen. Aber sonst wirken wir den von Hand rund und machen das Brot von Hand lang. Und wir machen auch die Brezen, jede von Hand, alle ein Unikat. Den Unterschied zur Aufbackware vieler Discounter sieht man nicht nur, man schmeckt ihn auch.
denn alle Zutaten sind hier frisch. Die Rezepte werden ausführlich getestet und ausgearbeitet. Vor seiner Verarbeitung kann der Teig ruhen. Dadurch bleiben die Backwaren länger frisch. Das ist auch das Aufwendige, was wir machen. Wir machen eine 3-Stufen-Führung, eine klassische, wie man es früher gemacht hat. Das Roggenmehl, das verquillt, nimmt viel Feuchtigkeit auf, gibt es dann im fertigen Brot wieder ab. Und es hat dann eine lange Frischhaltung. Also unsere Kunden sagen oft, euer Brot kann man nach 3-4 Tagen noch essen. Das Familienunternehmen möchte diese Tradition auch an die nächsten Bäckergenerationen weitergeben. Deshalb wird in Bleichach und den 3 anderen Filialen im Oberallgäu auch ausgebildet. Doch es ist nicht immer leicht, junge Menschen für das Bäckerhandwerk zu begeistern. Denn die Arbeitszeiten entsprechen nicht ganz dem, was viele gewohnt sind. Das ist so der gröbste negative Punkt am Bäckerhandwerk. Oh, ich muss früh aufstehen. Wenn es dann mal jemand macht und unsere Bäcker sagen alle, wir wollen früh aufstehen, wir wollen um 3 anfangen, wir wollen am Mittag fertig sein, wir wollen am Nachmittag zum Skifahren, wir wollen ins Freibad oder wir wollen mit unseren Kindern was unternehmen. Und wir sehen unsere Kinder aufwachsen, wenn sie mal Familienväter sind. Nicht nur Bäcker, sondern auch Konditoren gehören zum Team des Familienunternehmens. Ihre Torten sind kleine Kunstwerke, die gerne für Geburtstagsfeiern bestellt oder zum Nachmittagskaffee vernascht werden. Auch hier wird das Handwerk großgeschrieben. Doch nicht nur die Konditoren dürfen sich kreativ austoben. Auch die Bäckermeister testen gerne neue Rezepte und Formen. Die Schweizer Knoten beispielsweise waren eine Idee des Seniorchefs. Mittlerweile gehen davon Tag für Tag mehr als 1000 Stück über die Ladentheke. Nicht die einzige erfolgreiche Kreation. Das Unternehmen erhält Jahr für Jahr Preise für seine Brote. Wir nehmen seit über 30 Jahren an der freiwilligen Brotprüfung der Bäckerinnung teil. Mit sehr gutem Erfolg. Also wir haben jetzt dieses Jahr haben wir wieder 31 Mal Gold bekommen für unsere Brotsorten. Und wenn man dann über einen längeren Zeitraum, also 5 Jahre, mit 3 Brotsorten immer gut hat oder sehr gut hat, also Gold, dann bekommt man Staatsehrenpreis. Und dann haben wir mittlerweile 2003, 2006, 2009 und 2012 bekommen. Die Preise sind das eine, doch die beste und ehrlichste Rückmeldung kommt natürlich von den Kunden. Und die sind der Familie Herle mittlerweile seit über 140 Jahren treu. Eine Auszeichnung, auf die das Familienunternehmen zu Recht stolz sein kann. Knapp 200 junge Frauen und Männer in Deutschland wählen jedes Jahr einen eher außergewöhnlichen Beruf. Sie lassen sich zum Bestatter ausbilden. Erst seit 2003 ist das ein anerkannter Lehrberuf. Auch den Bestattermeister kann man seit einigen Jahren machen. Wir haben mit einer jungen Frau gesprochen, die sich für diesen Weg entschieden hat und richtig aufgeht im Berufsfeld moderner Bestatter. Ja, der moderne Bestatter. Katharina Edmüller ist eine Bestattermeisterin aus Memmingen. Frau Edmüller, bei der Recherche zu unserem Gespräch habe ich im Internet den Begriff Krisenmanager als Bezeichnung für Ihre Berufsgruppe gefunden. Finden Sie sich da wieder? Teilweise, aber eigentlich finde ich mich eher in dem Begriff Eventmanager wieder. Das ist eher so das, was unser Beruf gerade so im Moment ausmacht. Mhm. Weil wir eigentlich nichts anderes machen, als ein großes Event zum Planen. Also wir planen diese Beerdigung nach den Wünschen der Angehörigen und auch des Verstorbenen, genauso wie sie sich das vorstellen. Es werden also wirklich versucht, alle Wünsche so weit zu erfüllen, von Live-Musik bis hin zu Dia-Shows während der Trauerfeier. Und das versuchen wir einfach so weit dann alles in den Griff zu bekommen, damit es dann während dieser Trauerfeier die halbe Stunde über dann komplett glatt abläuft. Das, was früher der Totengräber gemacht hat, nämlich Tote zu begraben, das machen Sie natürlich auch, aber Sie sagen schon, da hängt noch ein ganzes Dienstleistungspaket dran, aber es hat auch eine psychologische Seite. Inwiefern? Was natürlich bei uns sehr wichtig ist, man muss einfach auf die verschiedenen Situationen eingehen können. Man muss auf die Angehörigen eingehen können. Jeder Sterbefall ist anders. Also es ist niemals gleich. Wenn es vorne an der Tür läutet, weiß man nie, was passiert jetzt. Es kann sein, dass natürlich jemand schon zum Beispiel ganz lang krank war. Dann ist das immer noch mal eine ganz andere Situation, als wenn ein Unfall passiert ist oder wirklich ein Unglück war oder ein plötzlicher Tod. Und auf das muss man einfach wirklich individuell eingehen können. Und da spielt die Psychologie ein ganz starkes
Eine ganz starke Rolle. Genau. Und helfen Sie auch den Trauernden dann bei ihrer Trauerarbeit? Können Sie da unterstützen? Das ist jetzt eigentlich was, natürlich unterstützen wir die Trauer während der Zeit bis zur Beerdigung. Aber im Nachhinein ist es natürlich immer ganz gut, wenn dann irgendwas wäre, dass man sich danach einen Trauerbegleiter sucht. Das sind Menschen, die einfach dann Angehörige begleiten, bis die Trauer so weit verarbeitet ist. Und die machen das auch professionell. Und da kann ich das eigentlich nur ans Herz legen, sowas zu machen. Welche Qualifikationen muss denn jemand nun mitbringen, wenn er Bestatter werden möchte? Leider ist es noch so, dass der Beruf kein geschützter Beruf ist. Das heißt, es darf jeder Bestatter machen oder werden, der das gern möchte, egal ob er die Ausbildung hat oder nicht. Allerdings wird es immer wichtiger, dass man einfach die Ausbildung und auch die Qualifikationen hat. Unser Beruf ist nicht nur, dass wir die Trauerfeier planen und mit den Angehörigen umgehen, sondern natürlich spielt bei uns auch das Recht eine ganz große Rolle. Also Gesetze muss man wirklich beherrschen, damit man weiß, was man machen darf und was nicht. Sie sind nun eine Frau, eine Bestattermeisterin. Ist denn der Bestatterberuf noch eine Männerdomäne? Nein. Also kann man wirklich sagen, es hat sich sehr gewandelt. Wenn man in die Berufsschulklassen reinschaut, es sind inzwischen eigentlich 50-50 Männer und Frauen. Frauen sind für Angehörige oftmals angenehmer, mit denen zum Sprechen. Man kann sich eher darauf einlassen als bei einem Mann im Gespräch, aber auch natürlich bei Überführungen. Viele Angehörige empfinden das als angenehm, wenn eine Frau mit dabei ist. Wenn ich so mit Ihnen spreche und Sie reden über Ihren Beruf, da sehe ich so ein Leuchten in den Augen. Kann und darf man denn ganz kurz noch zum Schluss von einem Traumjob sprechen, wenn man vom Bestatter spricht? Ja, der Beruf ist also wirklich ein Traumberuf, kann man so sagen. Ich danke Ihnen, Frau Edmüller, für diese Einblicke in den Beruf Bestatter. Danke. Bonuskarten sind inzwischen bei vielen Menschen sehr beliebt. Und warum auch nicht? Denn wer Punkte oder Stempel sammelt, bekommt meist kleine Geschenke oder auch Preisnachlässe. Einen etwas anderen Ansatz geht die neue MyClick-Card. Wie das mit dieser Karte funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Händler in der Region die Menschen aufgefordert, den Klick in ihrer Stadt zu lassen. Damit sollte unter anderem die lokale Wirtschaft gestärkt werden. Vom 1. Oktober an gibt es den Nachfolger dieser Aktion, die MyClick-Card. Die Karte funktioniert ganz einfach. Und zwar nehme ich die Karte mit zum Einkaufen, zeige sie vor beim Einkaufen, kriege dann sofort den Benefit, den der jeweilige Partner auslobt. Das heißt, keine Registrierung, keine Punkte sammeln, sondern wirklich Karte einsetzen, einkaufen und sofort einen Nutzen mitbekommen. Das heißt konkret, je nach Partner bekommt man so Rabatte auf den Preis, Gratisgetränke, freien Eintritt oder Vorzugskonditionen bei Freizeiteinrichtungen. Die Aktion konzentriert sich auf die Allgäu- und Bodensee-Region. Ob der jeweilige Händler, Gastgeber oder Dienstleister MyClick-Card-Partner ist, sieht man beispielsweise an solchen Zeichen im Laden. Die Karte selbst ist kostenlos und einfach zu bekommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe auf die Internetseite www.myclickcard.de, registriere mich dort, dann wird einem die Karte zugeschickt. Oder aber der zweite Weg ist, ich gehe auf die Seite, gucke mir, wo der nächste Partner ist, gehe dort vor Ort hin, fülle einen Registrierflyer aus und bekomme dann die Karte direkt kostenlos mit. Die MyClickCard ist eine Aktion zur Förderung des Einzelhandels im Allgäu und der Bodenseeregion von das neue RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut, tschüss und auf Wiedersehen hier bei Tipps und Trends.